Liebe Freunde, liebe Wähler, lieber politische Gegner, ich stehe hier in Eisenach, man rennt uns wieder die Bude ein. Warum ist das so? Na einfach, bundesweit bei 22%, in Thüringen jetzt glaube ich 34%. Also ich sage, der blaue Zug rollt. Die Bürger wollen einen Politikwechsel, egal wie man uns als einzige Alternative diffamiert. Was werden nicht alles gemacht? Wir werden kriminalisiert, wir werden beobachtet, wir werden mit Nazi-Parolen verglichen. Also ich sage Ihnen eins, das nutzt nichts. Wenn der Bürger es will, kommt es zum Politikwechsel. Und ich sage euch auch eins, hier in Thüringen spielt sich das ab, was in der Bundesrepublik überall abspielen wird. Der Thüringer Weg ist der richtige. Schaut nach, was unser Björn Höcke auf den Weg gebracht hat. Und ich sage euch eins, in der AfD und außerhalb der AfD, wir müssen in die Kommunalpolitik rein. Wir müssen uns mit dem Bürger aufs Maul schauen. Wir müssen seine Probleme erkennen und die dann angreifen. Wenn wir das machen, dann sind die 34% erst der Anfang. Und das Wichtigste ist eins, das Verhalten der CDU, das ist unser politischer Gegner. Das Verhalten der CDU spielt uns doch immer mehr Leute zu. Hier in Thüringen wollen sie jetzt mit den Linken koalieren, ihrem politischen Erzgegner, ihrem Feind. Wenn das passiert, sagen wir voraus, dann sind die 40% in Thüringen für die AfD real. Und das ist der Marsch auf den Regierungssitz. Dankeschön.